Interview und Analyse zum ersten Rennen. Start im ersten Rennen mit der Super 76 und auch dein Start in den Renntag mit Claudine. Schwieriges Pferd, wo man verzweifelt, weil Laufvermögen hat sie ja. Ja, Laufvermögen ist da. Ziemlich heftige Stute und nicht immer leicht zu regulieren. Und dadurch auch in der Aktion nicht immer ganz sauber. Aber eben Laufvermögen ist da und wenn sie glatt geht, dann kannst du schon vorne dabei sein. Vorne dabei sein, es geht um die Super 76. Auch gewinnen? Ja, auch gewinnen gegen Bavi und Venus, wenn der so läuft wie letztens, dann wird es schwierig, aber sonst, glaube ich, ist das Feld ziemlich ausgeglichen. Christoph Fischer, Auftakt in die Super 76-Wette und da wirst du anknüpfen, wo du letzte Woche aufgehört hast. Gut, so ganz so schwer war es nicht mit einem Oscarello und nur einer Fahrt, aber ja, jedes Rennen muss gewonnen werden. Gute Chancen dazu auch mit paar Avion Venus aus meiner Sicht. Ja, die war jetzt einmal überfällig, schön langsam, also die letzte Leistung war gut. Ich habe nur eine kleine Unstimmigkeit gehabt mit ihr in die Bögen, aber ich hoffe, es ist heute besser und normalerweise ja, sollte sie vorne dabei sein, wenn sie mitspielt. Ja. Hm? Distanz für sie 1602. Egal, ganz egal. Das heißt, sie gilt als mögliche Bank und das würdest du eigentlich auch unterstreichen. Dreijähriges Pferd kann natürlich immer was passieren. Ja, ganz genau. Also unterstreichen würde ich es nicht, weil wie du sagst, dreijähriges Pferd kann immer was passieren. Und ja, sie muss sich schön fahren lassen. Laufen kann sie, das wissen wir. Und wenn sie mal anknüpft an die Quali, dann sehe ich, sollte ich kein Problem sehen. Ne? Ja, Trainer Sascha Fischer, Auftakt in den Renntag heute mit Wildfang. Für mich hat es zuletzt so ausgesehen, spät freigekommen und dann nicht auf Touren. Braucht er da immer ein wenig Zeit? Naja, er ist eher so ein Dauerläufer. Also ist besser für ihn, wenn das Rennen schnell ist und er hat freie Fahrt, dann ist es besser, ja, für ihn. Was kann man sich ausrechnen? Ich habe es beim Hubert schon angesprochen zuletzt. Quali hat mir eigentlich sehr gut gefallen, zumindest die letzte halbe. Was ist da heute möglich, wenn alles für ihn günstiger abläuft? Na, ich denke mal, zweiter, dritter müsste er werden. Der Luffy ist gut gegangen letztes Mal per Avant, hat mir sehr gut gefallen. Die Qualifikation im Rennen noch nicht bestätigt, aber hat viel Laufvermögen gezeigt. Claudine, also die vier Pferde sind es im Rennen. Das heißt, für die Super 76 sollte man Wildfang auch im Blickfang haben? Wenn man PG hat, würde ich ihn nicht auslassen, ja. Start in den Renntag, Gerd Meyer mit Power Schaman, ist ja schon öfter Gerd, großes Pferd, braucht ein wenig. Gegnerschaft ist übersichtlich, rechnest du heute mit einem Top-3-Platz? Ja, Top 3 schon, gewinnen wird schon, sage ich, für ihn etwas schwerer, aber zweiter, dritter, vierter wird er schon sein und ich warte immer noch auf die Eingebung von der Kraft her, die besser werden sollte.